Hallo, wir stehen heute mal am Supercharger Leonberg. Ja, eigentlich auch zum Aufladen, aber eigentlich wegen der Staubsauger. Okay, 33% State of Charge ist nicht ideal, aber das Auto ist mit Vorklimatisierung hergefahren. Deshalb habe ich doch noch Hoffnungen, hier eine ordentliche Ladeleistung zu bekommen. Die Ladeleistung wird zumal hochgefahren. 90% habe ich jetzt als Limit reingestellt. In 30 Minuten sind wir da. Das ist eine gute Zeit. Ja klar, das ist nicht super toll. Ja, ich bin ja auch mit 30% angekommen. Das ist ja auch nicht hier. Also normal kommt man so mit 10%, mit 15% vielleicht an. Oder wenn man waghalsig ist, mit 5%. Das sind so die Zeiten, ne? Ich habe auch hier mal den Scan My Tesla mitlaufen, um so ein bisschen mal die Volt und die Amperes anzugucken. Die kann man nämlich da drin tatsächlich sehen. Die werden hier ausgelesen und natürlich, was er da für eine Ladeleistung bekommt. Und die Zelltemperatur. Und ihr seht da, 22 Grad haben wir im Mittel. 22,5. Finde ich, ist in Ordnung. Ihr seht auch, mein Full Package ist 51,1. Also Kilowattstunden, die in den Akku reingehen. Gibt es immer noch eine Reserve, die habe ich jetzt hier nicht ausgewiesen. Und ihr seht, gerade haben wir 373 oder 74 Volt bei 165 Ampere. Und es gibt irgendwie sowas von 61 oder 62 kW. Und die sehe ich auch hier oben. Ja, ob ich hier die Nebenverbräuche sehe, das ist eine gute Frage. Das ist im Model 3 leider etwas schwierig. Ich glaube, im Model S und X kann man da noch mehr auslesen. Muss ich auch noch mal hier den Entwickler fragen. Da bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen. Oder der Peter. Die kennen sich damit besser aus mit den Werten, die man da tatsächlich alles auslesen kann. Mich interessiert ja so der Verbrauch von irgendwelchen Nebenverbrauchen. Also wenn ich jetzt während des Ladens irgendwie die Heizung anhätte oder sowas, wo sehe ich das dann? Sollte ich eigentlich in dem Unterschied sehen, weil das hier, was hier angezeigt wird, ist tatsächlich immer das, was im Akku landet. Und ihr habt ja schon gemerkt, wenn man das gegenrechnet hier gegen den Preis hier unten, ja, wir haben leider kein Free Supercharging hier, dann kommt da ein bisschen was anderes raus. Und das ist meiner Meinung nach schon diese Ankündigung, dass auch Nebenverbräuche oder sagen wir mal die realen Verbräuche, die von der Ladesäule abgegeben werden, hier auch im Auto verrechnet werden. Ladeleistung taugt nicht heute. Schade. Ich hätte gedacht, ich hätte mal ein bisschen mehr Peak hier noch, aber wir waren schon zu weit im Akku. Da muss der Akku bei 10%, 15% sein, dass ich hier auch die 120 kW sehe, die so ein Supercharger im Moment noch abgeben kann, maximal. Version 2 hier in Leonberg noch. Version 3 dann ja in Hilden, leider nicht in Ulm. Und auch dieses Video wird euch wieder präsentiert von diemobilisten.de. Ja, leider etwas dreckig mein Auto hier. Ich stehe hier noch und wo sind denn jetzt die schönen Staubsauger? Die sind da hinten nämlich. Da müssen wir mal kurz gucken, da parkt jemand. Deshalb kann ich nicht saugen. Ach, ist ja schlimm. Mülleimer gibt es übrigens auch. Ja, das sind diese ominösen Staubsauger. Nummer 1 heißt der hier. Und was kostet der jetzt von Kärcher hier? Ups, ich sehe gar nichts. Doch, da unten. Ah, 5 Minuten 2 Euro. 5 Minuten 2 Euro ist nicht gerade billig. Es ist ein Staubsauger. Ja, und die Kabel sind relativ lang. Ja, bis zum nächsten Platz würden die reichen, aber nicht bis zu meinem, aber bis zum übernächsten. Hier hat sich jemand verewigt. Mann, oh Mann, so geht das aber nicht. Ja, das sind sie hier. Super Sache. Und da drüben, da hinten, da ist dieses Reinigungsteil für die Fußmatten. Ist den Leuten wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie vor dem Reinigungsteil von den Fußmatten stehen. Das Ding ist auch nicht billig. Mist, jetzt stehe ich im Weg. Nee, 6 Minuten 2 Euro. Ich will hier eh keine 2 Euro einwerfen. Das hat Tesla bestimmt. Ich habe mit dem geschwätzt, das ist ein Echt? bayerischer Kollege, der das aufgestellt hat. Warum kostet es 2 Euro? Das ist Weil viel zu das Tesla viel. gesagt hat, der wollte nur 1 Euro und haben die gesagt, wir wollen aber 2. Allen Ernstes. Ja. Coole Info, danke. Sind auch die ersten jetzt überhaupt. Und wenn er es schafft, dass es einigermaßen rentabel ist, darf er in Deutschland, Italien, Deutschland, Schweiz und Österreich aufstellen. Ja, ich bin gerade im Zweifel, ob das so günstig ist an der Stelle hier. Bisschen Ja, wenig aber Platz, wenn da einer kaufe da ich mir. parkt. Ne? Ja. Und da drüben muss man auch immer gucken. Schlauch reicht zwar ein bisschen, so bis zum nächsten noch, aber ideal ist das hier nicht. Kurzer Reichweitentest. Also da kann man, hier kann man und vielleicht noch bis hier. Fast. Naja, nicht ganz sicher, wie weit das geht. Auf jeden Fall die beiden Plätze nebendran gehen.
Ja, so viel hier mal. 20 Stalls haben wir hier, glaube ich, inzwischen. Und auch wenig Autos, aber manchmal ist hier wirklich voll belegt, wenn nämlich Urlaubsreiseverkehr ist, Holländer und sowas. Und wir schauen mal, was unser Auto so macht. Unterirdische Laderate natürlich jetzt hier, 36 kW bloß noch, 15 Minuten. Und ich muss noch ein bisschen warten, genau, bei 76% State of Charge. Ah, wir haben auch hier echt ein schlechtes Wetter. Immer noch dieser Sturm Sabine hier unterwegs, Stuttgarter Raum, Baden-Württemberg. Und deshalb bleiben wir lieber im Auto, als dass wir da draußen rumstehen. Weil auch wenn wir jetzt hier Staubsauger haben und Mattenreiniger und Mülleimer, haben wir immer noch keine Überdachung. Oder irgendwie, ne, müssen wir zum Meckes immer reingehen und teuer irgendwie was essen. Oder ungesund, nee. Also, ja, bei Meckes gibt es auch gesunde Sachen. Das wäre noch das nächste hier, Überdachung an den Superchargern. Ich fordere eine Überdachung. Was macht man, wenn man hier beim Laden steht? Man testet natürlich mal YouTube. Ah, also ich habe nie Glück, Leute. Bei mir geht das nicht. Die anderen gehen aber weiterhin. Ja, der komische Twitch, der geht. Ich wollte mir da auch schon mal ein Video hochladen. Hab mich, glaube ich, auch schon angemeldet, hab aber noch kein Video drin. Also gut, der Twitch funktioniert. Machen wir noch einen Trick 17. Ich glaube nämlich, ZDF funktioniert eigentlich auch. Jo, das sieht gut aus. Ist echt schade, dass ich das nicht hier im Vollbild bekomme. Weil es vielen in der Partei zu lange dauert, den oder die Nachfolgerin. Tja, irgendwie. Schade, ne? Oh, jetzt mache ich hier Werbung. Ups. Gut, also, das funktioniert leider nicht. Schade. Die Frage ist, ob uns noch was anderes fehlt. Ich sage immer Reifendruck. Wir müssen noch so ein Gerät haben zum Reifendruck prüfen und eigentlich zum Scheibenreinigen. Sowas brauchen wir auch. Man muss einfach mal an der Tanke gucken, was es da sonst noch so hat. Und das muss alles bei den Superchargern auch sein. Ich denke aber, das wird erst funktionieren, wenn man dort so ein kleines Häuschen oder so hat, wo die Sachen dann drin sind und wo man sie auch reinsetzen kann. Also, obwohl hier 20 Stalls wäre schon groß genug, ne? Aber die neueren, die größeren, noch größeren Ladeparks da, die werden das vielleicht dann haben. Das ist noch das Einzige, was mir hier so ein bisschen fehlt. Aber Staubsauger, das war jetzt auf jeden Fall hier das neue Highlight. Kann ich leider nicht ausprobieren, will ich auch nicht bei 2 Euro. Aber ihr habt es gehört, angeblich ist das ein Tesla-Preis. Wer kann das bestätigen, dass das ein Tesla-Preis ist? Das wäre dann natürlich nicht so gut. Ich hätte an Tesla-Stelle erstmal wieder gesagt, kostenfrei. Oder? Naja, 1 Euro hätte ich gesagt, aber 2 Euro, ah, ihr nehmt's von den Armen, ne, ihr nehmt's von den Reichen. Ja, E-Autofahrer sind eher die Reichen, ne? Tesla-Fahrer, ja, okay, ich geb's ja zu. Das war's dann, kurzer Trip hier, Supercharger Leonberg mit Staubsaugern. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg.